Hallo, hier ist der Christoph von Schloss 58 und ich zeige euch heute mal wieder mein EDC. Da haben wir da vorne, das ist der Fetti von Maxpedition. Kann ich nur empfehlen. Vorne von ein Öltuch drin. Was schleppen wir damit noch? Ein Firesteel, einen Dauerschreiber, Kabelbinder, die Lampe vom Buntbär, ein Verbandspäckchen vom Busch Sunny, meine Ansmann Taschenlampe, die muss ich auch mal austauschen. Ansmann Taschenlampe, ein Big Feuerzeug, mein Victorinox und vom Alexander das Multitool. Und das Teil, hier innen sind noch Verbandszeug drin, vorne ist noch Papier drin und sowas zum Schreiben. Und das Teil hat schon sein Gewicht. Es wiegt auf jeden Fall um die 500 Gramm und das ist schon eine Menge Zeugs für ein EDC. Also habe ich es fast die ganze Zeit im Rucksack und seltener dabei. Aber ich habe mir was zusammengestellt. Das möchte ich euch mal zeigen. Das ist immer in der Hose. Und zwar ist das ein kleines Not-EDC. Was ist da jetzt alles dran? Den Gürtelclip von Victorinox kennt ja wohl jeder. Dann habe ich einen Behälter dran. Hier von Meru. Den habe ich vom Bluebird Outdoor, da ist Notgeld drin. Hier habe ich einen vom Arthur Brehm. Da habe ich Tabletten drin, die ich täglich nehmen muss und ständig vergesse. Dann habe ich meine E01 von Phoenix. Die ist da drin. Müsste ich auch mal eine neue haben. Und mein Climber von Victorinox. Da ist ja unten Firesteel und kein schlechter, das muss man mal sagen. Auch vom Bluebird Outdoor gewonnen. Ich nehme dieses Teil einfach gerne mit. Man kann es in die Jacke stecken, man kann es aber auch an der Hose festmachen und in die Tasche stecken. Man hat alles dabei, was man im urbanen Umfeld braucht. Dieses große EDC habe ich nur noch im Rucksack, wenn ich eine Tour mache oder wenn ich wirklich mal einen Rucksack mit in die Stadt nehme, was in letzter Zeit auch seltener vorkommt, da ich gar nicht mehr die Zeit habe, in die Stadt zu gehen. Jo, das wollte ich euch mal wieder zeigen. Mein normales EDC und mein kleines urbanes EDC, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Schreibt mir einen Kommentar drunter, was ihr von dem Ding da haltet. Und jo, danke euch fürs Zusehen. Tschüss.